Moin Leute, ich bin Freddy von Freddy's Kitchen und heute mache ich eine Guacamole-Creme. Und wenn dich interessiert, wie ich das mache, dann bleib kurz dran. Als Zutaten benötigen wir zwei Avocado, getrocknete Tomaten. Ich habe hier etwas Schmand, ihr könnt auch irgendein anderes ähnliches Milchprodukt benutzen. Joghurt geht gut, saure Sahne geht gut, Creme fraiche. Ich hatte gerade Spand im Haus. Ich habe eine Knoblauchzehe und den Saft einer halben Zitrone. Zunächst mal wollen wir das Fruchtfleisch aus der Avocado rauslösen. Dazu einmal der Länge nach einschneiden, ausdrehen und dann aus der Schale herauskratzen. So, dann habe ich hier einen guten Esslöffel Schmand, wie gesagt. Saft einer halben Zitrone. Hier sind keine Kerne drin. Dann die Knoblauchzehe verwenden. Ich halbiere sie einmal, dann lässt sie sich besser pellen und anschließend in feine Stücke hacken. Jetzt ein bisschen Salz und Pfeffer dazu. Dann noch die getrockneten Tomaten in kleine Stücke schneiden bzw. hacken und ebenfalls zu der Mischung dazu tun. Jetzt alles zerdrücken und gut zusammenmischen. Das Ganze zu guter Letzt dann in eine geeignete Form füllen und vielleicht mit dem Avocadokern garnieren. Ich nehme dann zusätzlich immer noch mal eine Scheibe Avocado und einen kleinen Fitzel Zitrone dazu. Fertig. Das Ganze dann noch ein, zwei Stunden ziehen lassen, wenn es geht, und dann zusammen zum Beispiel mit Tacos genießen. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn das so ist, zeig mir das doch gerne mit einem Daumen nach oben. Und wenn du kein weiteres Video verpassen willst, dann abonniere doch einfach kostenlos meinen Kanal. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bis die Tage, euer Freddy.